weil ich unterwegs ja noch andere Sachen gemacht hatte. Mit ein bisschen Schienen. Ziehen wir mal so 10, 15 Folgen ab, oder? Wobei ich halt auch extrem viel gekämpft hatte, wie man sieht hier, ne? Also darf ich nicht vergessen. Es ist extrem lange gewesen. Wenn ihr darüber nachdenkt, sagen wir mal ab 300 glatt oder so, bis hin, wenn ich heute 4 Stunden aufgenommen habe, so geteilt durch 20 Minuten, sind das ja ungefähr 3 Folgen pro Stunde, also ungefähr 12 Folgen. Sagen wir mal, hier steht 360, dann haben wir 370 Folgen ungefähr. 370 oder 380 Folgen, ja eher 370 schätzen wir jetzt einfach mal, ist wahrscheinlich eh mehr als 370, deutlich hier, aber einfach mal schätzen so. Dann haben wir über 70 Folgen zum Clearen benötigt. Ist das krank? Es ist richtig krank, finde ich. Das ist richtig krank. Alter Falter. Na gut. Aber dann ist es bald endlich geschafft. Wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, das geht jetzt ja seit Monaten schon so hier, ne? Ich bin echt froh, wenn das rum ist, ne? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass ich mir diese Mods dafür auch alle geholt habe. Ohne die hätte es erstens noch länger gedauert und zweitens wäre es noch alles viel umständlicher gewesen, weil wir es nicht mit dem Spider-Tron so machen können wie jetzt gerade. Ich hätte da keinen Bock drauf gehabt, bin ich ganz ehrlich. So ein bisschen kämpfen hier und da ist immer ganz witzig, ja, keine Frage. Aber so viel, boah, gar kein Bock, ey. Aber krass, Mann, 70 Folgen zum Clearen. Ungefähr 70. Das ist schon eine Leistung, Mann. Ja, vor allem hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das so lange dauert. Oh mein Gott, ey. Und es war auch ein übelster Downer eigentlich, bin ich ganz ehrlich. Also wie oft ich da keinen Bock hatte, das Spiel zu starten. Weil es dann halt nur darum geht, Viecher zu clearen. Aber meine Basis ist halt auf dem Punkt jetzt gerade, dass wir eigentlich erst wirklich clearen müssen, bevor wir weiterbauen können, weil wir sonst immer überall Angriffe reinkriegen und sonst irgendeine Problematik kommt, weißt du? Aber so können wir dann ganz in Ruhe Schienen bauen, Minen bauen und alles. Dann ist es alles entspannter. Okay, hier ist nichts. Die Keks sind tot. Nur noch da oben die paar Nester. Dann haben wir die erste Grundreinigung fertig. Oh mein Gott. So, und es ist kaputt. Super. Alter, dieses Lied, ey. Einfach durchlaufen. Perfekt. Alter Schwede. Wir haben jetzt heute Freitag und ich werde auch, glaube ich, garantiert diese Woche kein Factorio mehr spielen. Erst nächste Woche. Vielleicht Dienstag oder so. Wenn überhaupt. Weil ich habe jetzt doch einige Folgen produziert hier. Ah, vielleicht Dienstag. Aufs Bauen und so habe ich ja schon Bock, um das eigentlich weiter zu planen alles, bin ich ehrlich. Ich hätte nur gar keinen Bock auf diese ganzen Viecher gehabt. Ach man. Ist aber auch scheiße. Diese ganzen Kackviecher hier. So, hier oben ist auch safe irgendwo ein neues Nest, oder? Safe. Erzähl doch keiner, als ob hier keiner ist. Lol. Krass. Ja, dann sind wir jetzt beim offiziell im ersten Durchlauf letzten Nest. Köstlich, Mann. Ja, machen wir kurz ein Autosave, kurz bevor wir fertig sind. Danke. Aber besser ist das. Das war's. Einmal reparieren. Oh mein Gott. Der offizielle Durchgang ist fertig. Geil, Mann. Ja, dann decken wir mal ganz kurz auf. Das scheint es funktioniert zu haben. Dann machen wir den ganzen rechten Bereich einfach. Da ist ein Nest. Ha, siehst du?
Überall kleine Kacknester, Mann. Guck mal, selbst hier, ich war hier gerade am Clearen. Selbst hier, überall kleine Scheißviecher, Mann. Kleinen Drecksviecher, guck's dir an. Da gammeln sie rum mit ihren zwei Mini-Dingern so. Naja, du brauchst gar nicht das wegzurennen, du Arschloch. Ekelhaft, Mann. Jetzt kommt der zweite Durchlauf. Überall sitzen sie drin. Wie die kleinen Kakerlaken, Mann. Das war das vierte. Da oben sind die Nummer 5 und 6. Ekelhaft. Links waren noch welche, genau. Das sind jetzt 8 dann, ne? Ich will mich jetzt nicht verzählen eigentlich, aber ich hoffe, es waren 8 jetzt. Ach, selbst wenn ich mich verzähle, ist auch egal. Da unten. Ah, schon frech, wie die einfach überall rumgammeln, die Kackdinger. Noch tiefer, mein Gott. 9 und 10. Ja, die sind in meinem Gebiet. Cool. 11. 12. 13. Lol, das ist ja alles voll. Mein Gott, ey. Ich sag's noch, dass das überall alles ist, so. Mann. Na, ein paar Raketen haben wir noch. Ich glaube 13 haben wir jetzt, wenn wir den Kill nach. Ist auch egal, wenn wir uns verzählen. Wie gesagt, 13. 14. 15. Ich sag noch, es sind voll viele Nester. Das sind einfach richtig viele. Scheißviecher, Mann. So, 16. 17. Hab mich eh schon verzählt, wetten. 18. 19. 20. 21. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 haben wir bis jetzt. Na, ist noch irgendwo was Rotes jetzt? Ich glaube nicht. Dann kommt jetzt der Bereich hier unten dran. Ja, war klar. Ja, schön. Scheißviecher, Mann. So, okay. Nummer 30. Ist sogar schon ein bisschen größer geworden, das Nest. 31. 32. 33. 34. ...35... ...36... ...37... ...38... ...39... Okay. Aber ich glaube, mit meinen 100 komme ich sogar vielleicht nicht ganz so hin, aber ich glaube, das ist doch schon recht viel. Aber jetzt ziehe ich mir nicht dazu, den kleinen Kackwurm. ...40... ...41... ...42... ...44... ...45... ...46... ...47... ...48...
stark. Okay, scheint geklappt zu haben. War ich bei 48 oder 49? Ich glaube 48, ne? Ja, ja, ja. Ja, guck's dir an, Alter. In jeder Ecke. Kleinen Drecksviecher, Mann. Okay. Junge, Junge, Junge. 49. Die 50. 51. 52. 53. Gehen wir nach ganz oben. War ich bei 3 oder 54? Ich glaube 54. Ah, ich verziehe mich die ganze Zeit. Ist auch egal, es ist nur ein Schätzwert. Ich will ja gar nicht ganz genau sein. Fünfundfünfzig. Ja, da sind viele. Uff. Okay, 57, wobei das nur Würmer sind, zähle ich trotzdem. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Ey, mein 100 bin ich doch nicht so weit weg. Scheiße, Alter. Vorher hätten wir die alle in Ruhe gelassen. Ey, ich hätte safe die ganzen Minen gebaut und dann wären wir da überall Monster gewesen. Aber richtig viele. Boah, hätte mich das geärgert dann. 72. 73 und 74. 75. 76. 78, 79, 80, 81, 82 und 83. Scheiße, Mann. Okay, machen wir jetzt einen ultimativen Test. Rein theoretisch dürfen wir jetzt kein Nest mehr finden. Scannen wir ganz kurz alles ab, ob ich irgendwas gesehen habe, was rot ist. Schön langsam durchgehen, damit ich wirklich bestmöglich nichts übersehe. Das würde mir sonst auf lange Zeit echt hart, wirklich sehr hart, nachkommen dann. Sehr gut. Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ach, guck mal, über 80 Nester waren hier noch. Obwohl ich einmal komplett geklärt habe, haben sich 80 Nester durchgemogelt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 80. Du hättest nur eine Sache gebaut. Ich hätte safe die ganzen Mauern abgerissen, die Türme abgerissen.
hätte dann irgendwie die Station ordentlich gebaut, 2-3 Minen irgendwo hingeklatscht. Und dann wäre wahrscheinlich wieder irgendwo so ein riesen Batzen an Gegnern auf jeder Seite so gewesen. Und wir hätten wieder komplett neu klären müssen. Oder es wäre wieder eine komplette Katastrophe mit Invasion gewesen. So, nächstes Ziel ist auf jeden Fall, dieses ganze Wasserding hier aufzufüllen. Komplett den ganzen See. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Dann die ganzen Minen zu bauen, die ganze Verteidigung abzureißen hier im Innenbereich, die alten Schienen wegzumachen. Und vor allem auch nicht zu vergessen, dann die ganze Maschinerie anfahren lassen. Jetzt wird's nach und nach richtig heftig hier. Wir haben es endlich geschafft, diesen geilen Punkt zu haben. Das wär's jetzt, also es ist so geil. Ach, pass auf. Es ist kein Vieh zu sehen. Kein einziges. Wir sind safe. Oh, geil, Mann. Nicht wundern hier, ne? Da ist ja noch der Wasserstrich, für die, die es nicht mitbekommen haben. Da ziehe ich selbst einen See. Der wird auch noch irgendwann gemacht. Mal gucken, wann, aber nicht jetzt. Ist das geil, Mann. Und die Umweltverschmutzung ist hier, also wir berühren nicht mal einen Gegner. Ja, rein in der Theorie. Ich meine, ich wurde zwar schon angegriffen, dürften aber die Angriffe alle nur sehr, 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 sehr klein ausfallen. Und die Verteidigung steht ja trotzdem. Strom ist überall da. Ja, also eigentlich müsste das jetzt hier alles optimal und perfekt laufen. Und wir können unsere Ziele jetzt nach und nach verfolgen. Das wird jetzt wieder, jetzt wird Victorio wieder richtig, richtig geil. Ganz ehrlich. Also jetzt lege ich nochmal richtig los. So, jetzt gehen wir nach Hause. Wir haben ganz viel Steine, Kohle und so auch gesammelt. Legen die ganzen Raketen endlich beiseite. Guckst du dir an, Alter. Lol, Alter. Ja, die Raketen brauchen wir gar nicht mehr. Die können wir ganz rausholen. Wir müssen mich zum Glück nichts mehr clearen. Oh, ist das wunderschön, Mann. Es ist so geil. Es ist so ein schönes Gefühl, dass man damit jetzt fertig ist, ne? Es ist so heftig. Es hat so lange gedauert, alles. Das ist ja das Krasse daran, weißt du, wie lange das gedauert hat. Ja, die produzieren immer noch. Aber die sind immer noch an der Landaufschüttung dran. What the fuck? Ja, moin, Alter. Ich dachte, die Kisten wären schon voll. Junge. Wie viel Ingame-Stunden habe ich jetzt dafür gebraucht? 20 mindestens, weit mehr als 20 Ingame-Stunden, oder? Zum komplett clearen. Weit, weit mehr. Wobei. Nee. Doch, vielleicht doch so 15, 20, glaube ich, so ungefähr, oder? Boah, da brauchen die lang. Holy shit. Ich habe es reicht für den See noch nicht mal. Naja. Ja, wie gesagt, der erste Schritt ist auf jeden Fall, die ganzen Landaufschüttungen zu benutzen, um hier das Ding aufzufüllen. Und dann mal gucken, was wir machen, weil jetzt haben wir endlich wieder die Möglichkeit, alle Baustellen anzugehen. Es ist so geil und wir haben jetzt richtig viele Ressourcen zur Verfügung. Richtig, richtig viele. Ich meine, guckt es euch nur mal an. Wir haben, rein theoretisch gesehen, alleine Öl. Da, 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 da. Und ich guck mal ganz kurz eben nach in die Factorio-Liste, wie viel ich nochmal von dem Zeug benötige an Rohsachen. Oh mein Gott. Rohöl brauche ich ungefähr 14.295%. Sagen wir mal 15.000. Ich will nicht sagen, ne? Aber... Das hat schon eine einzige davon. Also Öl haben wir genug. Kupfer brauchen wir ungefähr 5000. Das ist natürlich die Frage, wie viele Minen es immer waren. Minen mit Speed brauche ich bei Kupfer 715. Also die werden wir ja wohl safe hinkriegen, ja? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben jetzt mehr Ressourcen, als wir überhaupt irgendwie verbauen können. Und die machen auch eher alle links hin, so. Passt schon. Dann haben wir... Eisen auch safe, mehr als genug. Muss ja eigentlich. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht ist. Und Kohle und Stein, da sowieso. Also jetzt haben wir wirklich einen Jackpot. Ich bin so gespannt, wie das alles wird, Mann. Ohne Scheiß.
Boah, jetzt nicht wieder richtig Hype auf Factorio, ne? Das hat mich so auch gekillt. Es hat mich so hart gekillt. Mit dieser ganzen Gegnersache da, ne? Bin ich ehrlich, die ganze Verteidigungssache hat mich so lange jetzt aufgezogen. 70 Folgen von dem Kackprojekt, Mann. Und jetzt endlich ist es soweit. Ach, nochmal speichern. Gehen auch Doppelspeicher, Mann. Geil. Ja, dann würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's dann richtig los. Ey. Ciao.